Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Sebastian und heute dreht sich alles um Rainbow Six Extraction. Und wenn ihr mich vor ein paar Wochen noch zu dem Spiel gefragt hättet, hätte ich gesagt, kann man vergessen, ist wieder ein weiterer Ubisoft-Schnellschuss, der nicht wirklich ausgegoren ist und mich, glaube ich, nicht länger als ein paar Spieltage beschäftigen würde. Fast forward zum heutigen Datum und es sind weitere Trailer erschienen und vor allem aber auch Gameplay und Meinungen von Content-Creatern, die im Early Access bereits den Titel spielen durften. Und die Sache sieht schon wieder ganz anders aus. Also in diesem Video schauen wir uns genau an, was Rainbow Six Extraction überhaupt ist, was es auszeichnet, also was ihr für euer Geld bekommt und warum ich tatsächlich denke, dass euch Rainbow Six Extraction deutlich länger als nur ein paar Spieltage beschäftigen könnte. Bevor wir jetzt aber mit dem Video loslegen, noch eine kleine Info zu meinem Partner Ineva, denn der Januar und der Februar in 2022 sind, glaube ich, die zwei krassesten Gaming-Monate, die es seit langem gegeben hat. Wir haben so viele Releases, die uns ins Haus stehen, und man weiß gar nicht, womit man anfangen soll zu zocken und wo man überhaupt die Zeit hernehmen soll, alles zu spielen, was so rauskommt. Wenn ihr also Bock habt, euch das ein oder andere Spiel zuzulegen und dabei noch den ein oder anderen Euro sparen wollt, schaut doch gerne bei Ineva vorbei. Nur als kleiner Reminder für euch, im Januar kommen God of War für den PC, Rainbow Six Extraction, die Uncharted Legacy Thieves Collection, im Februar dann Dying Light 2, Sifu, Horizon Forbidden West, Destiny 2, die Witch Queen Erweiterung und auch noch Elden Ring. Also zwei wirklich starke Gaming-Monate. Bei meinem Partner Ineva kriegt ihr sowohl Guthaben für eure Konsolen als auch die Gamecodes für den PC deutlich günstiger. Vorbeischauen lohnt sich also. Benutzt dafür gerne den Link unten in der Videobeschreibung, um mich zu unterstützen. Und wenn ihr beim Checkout an der Kasse dann auch noch den Code HOLY13GAMING anwendet, bekommt ihr nochmal 3% Rabatt obendrauf. So, nachdem wir das aus dem Weg haben, schauen wir uns doch mal Rainbow Six Extraction an. Was ist dieses Spiel überhaupt? In Rainbow Six Extraction wird die Erde vom außerirdischen Chimera-Parasiten überrannt. Ihr seid Teil der React-Einheit, eine Einheit, die sich der Erforschung des Parasiten gewidmet und dem Kampf gegen die Außerirdischen verschrieben hat. In eurem Einsatztrupp aus 3 Spielern könnt ihr aus 18 verschiedenen Operators wählen, die Rainbow Six Veteranen nur allzu bekannt sind. Eure alter Egos könnt ihr mit den unterschiedlichsten Waffen, Aufsätzen und Gadgets ausschalten, um so möglichst gute Alien-Bedrohungen die Stirn bieten zu können. Zum Release wird auf 4 unterschiedlichen Maps gespielt, die in jeweils 3 weitere Zonen unterteilt sind. Also sozusagen 12 verschiedene spielbare Einsatzorte. Und damit das Ganze möglichst lange frisch bleibt, gibt es 13 verschiedene, zufällig ausgewürfelte Spielmodi, die komplett unterschiedliche Anforderungen an euch und euer Team stellen. Wenn ihr in der einen Runde zum Beispiel einen gefallenen Soldaten finden und aus der Zone herausschaffen müsst, so könnte es sein, dass ihr das nächste Mal, wenn ihr die Mission betretet, ein ganz bestimmtes Monster einfangen müsst. Und ein weiteres Mal gilt es, Daten für die Erforschung der Chimera zu sammeln und erfolgreich aus der Mission zu extrahieren. All das wird euch durch die Chimera natürlich so schwer wie möglich gemacht, die in 13 verschiedenen Gestalten und Auswüchsen daherkommen kann. Zum Beispiel gibt es dann natürlich die allseits bekannten Sprenger, die einfach wild auf euch zurennen und in eurer näheren Umgebung explodieren. Oder diese creepigen Dinger, die sich Schleicher nennen, die können nämlich sich selbst und ihre Buddies unsichtbar machen und euch so aus der Deckung heraus angreifen. Außerdem haben sie einen Panzer, der wie eine Knospe über ihren Kopf geht, den ihr erstmal aufschlagen müsst, um dann ihren Weak Spot, also ihren Kopf, treffen zu können. Und dann gibt es da noch zum Beispiel die Fürsten, die spawnen noch mehr Arkäer um sich herum, während sie euch aus der Ferne behaken. Also euer ganzer Fokus sollte auf diesen üblen Biestern liegen. Und damit euch da auch nicht langweilig wird, ist die Verteilung der einzelnen Gegnerklassen sowie die Platzierung auf den jeweiligen Maps jedes Mal random. Also die Strategie, die noch vor 5 Minuten beim letzten Run gut funktioniert haben kann, könnte beim nächsten Mal schon direkt in die Hose gehen. Aber um das zu vermeiden, könnt ihr euch aus einem riesigen Arsenal an Gadgets und Waffen bedienen. 25 Gadgets stehen euch zur Verfügung und 69 Waffen wird es zum Launch geben. Schützt euch und eure Teammates vor eingehenden Geschossen, zum Beispiel mit der Feldwand, oder klebt heranstürmende Gegner mit der Klebegranate fest. Die Kombinationsmöglichkeiten sind extrem vielfältig und wie ihr eure Mission durchführt, liegt ganz bei euch. Für jede erfolgreich abgeschlossene Mission erhaltet ihr XP, mit denen ihr euren Operator, eure Waffen, eure Gadgets leveln könnt. So könnt ihr zum Beispiel schnelleres Nachladen, eine höhere Feuerrate oder auch bestimmte Perks freischalten, wie zum Beispiel einen Wiederbelebungsperk, mit dem ihr euch selbst wiederbeleben könnt, wenn ihr im gedownten Status genug Schaden an den Feinden verursacht. Solltet ihr eine Zone erfolgreich abgeschlossen haben, könnt ihr entscheiden, ob ihr selbst extrahiert und wieder zurück zur Einsatzbasis geht und praktisch wieder von vorne anfangt oder ob ihr weiter in den nächsten Sektor vorrückt.
Je weiter ihr in den Levels voranschreitet, desto schwerer werden die Aufgaben und vor allem auch die Aliens. Und das Schöne ist, laut der Content Creator, die bereits spielen durften, werden die Gegner nicht einfach nur tankier und machen mehr Schaden, sondern sie werden auch deutlich intelligenter in ihrem Verhalten und in ihren Manövern gegen euch. Also zieht euch warm an und entscheidet selbst, ob ihr in die nächste Zone vorstoßen wollt. Denn eure Entscheidung ist nicht folgenlos. Sollte euer Operator sterben und nicht aus der Zone wieder herauskommen, wird er von den Arcanen dauerhaft gefangen genommen. Ihr habt beim nächsten Besuch des Levels dann die Möglichkeit, euren verschollenen Soldaten wieder zu befreien und wieder nach Hause zu holen. Sofern ihr ihn erfolgreich extrahiert habt, wird er von der React-Gruppe während der kommenden Missionen aufgepäppelt und ist dann ein paar Einsätze später wieder bereit, in die Schlacht zu ziehen. Hat so ein bisschen was von Permadeath, muss ich sagen. Finde ich sehr gut, erhöht die Stakes und damit dann auch den Nervenkitzel im Spiel. Erfolgreich abgeschlossene Missionen schalten Lore frei, bringen euch neue Ausrüstungsgegenstände und eine Menge XP, die ihr auf ganz unterschiedliche Art und Weise einsetzen könnt. Denn welchen Operator oder welche Fähigkeit ihr damit levelt, bleibt vollkommen euch überlassen. Euer Gesamtlevel schaltet außerdem permanente Belohnungen frei, wie neue Karten, neue Gadgets, neue Operator, neue Maps und Schwierigkeitsgrade oder gar Cosmetics. Ihr seht also, Ubisoft verspricht hier ein sehr tiefgreifendes und langfristig motivierendes Leveling- und RPG-Leitsystem. Und das ist definitiv einer von zwei Punkten, der mich bei dem Game deutlich mehr anspricht, als ich ursprünglich erwartet hatte. Das zweite Feature, auf das ich persönlich sehr gespannt bin, ist der Ranked-Modus, in dem ihr natürlich durch verschiedene Stufen voranschreiten könnt, also Bronze, Silber, Gold, Platinum und Diamond, und euch mit allen Spielern auf der Welt messen könnt. Man kann hier also ordentlich reinschwitzen, wenn man das möchte. Und laut der Spieler, die bereits im Early Access spielen durften, soll das auch wirklich möglich sein, denn das Spiel soll auf den höheren Schwierigkeitsgraden richtig ordentlich knackig schwer werden und einen Haufen Teamplay und Vorbereitung von euch und eurem Team voraussetzen. Geschmückt wird das Ganze natürlich noch mit der üblichen Live-Service-Keule, die man aus Ubisoft-Spielen mittlerweile ja auch bereits kennt. Also es wird kostenlose Post-Launch-Events geben und natürlich einen kosmetischen Item-Store, in dem ihr euch allerhand Stuff für eure Operator und Gadgets besorgen könnt, wenn ihr das wollt. Klingt ja fast nach einem Free-to-Play-Titel, oder? Naja, nicht ganz. Ubisoft langt da natürlich gerne zweimal hin. Allerdings kostet das Spiel auch keine 60 Euro mehr, wie es ursprünglich mal geplant war. Denn da hat Ubisoft zum Glück zurückgerudert. Mittlerweile wird das Spiel zum Release 40 Euro kosten, in der Premium Edition 50 Euro. Und das Schöne daran ist, dass ihr bei beiden Versionen einen Buddy Pass mit dazu bekommt, mit dem zwei eurer Freunde 14 Tage lang kostenlos das Spiel mit euch spielen können. Und dabei ist es auch noch egal, auf welcher Plattform die unterwegs sind, denn Rainbow Six Extraction wird von Anfang an Crossplay unterstützen. Alternativ könnt ihr natürlich das Ganze auch über einen Keyseller, wie zum Beispiel Eneba, bestellen. Oder aber, und das ist, denke ich, die beste Variante, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob das Spiel wirklich was für euch ist, könnt ihr es auch Day One im Xbox Game Pass spielen. Der kostet euch nur schlappe 13 Euro und auf der Xbox könnt ihr das Spiel bereits preloaden und auf dem PC wird es zum Release am 20. Januar verfügbar sein. Wenn ich es zu guter Letzt noch mit anderen Spielen vergleichen müsste, würde ich sagen, Rainbow Six Extraction ist ein etwas mehr casual Get the Fuck Out, also GTFO, oder vielleicht sowas wie Back 4 Blood oder World War Z. So, und jetzt hoffe ich, dass ich euch über Rainbow Six Extraction ein bisschen was erzählen konnte, euch einen guten Ausblick darauf verschafft habe, was dieses Spiel überhaupt ist, was es beinhaltet zum Release und was euch für euer Geld erwarten wird. Wenn euch dieses Video hier ein bisschen informiert hat und vielleicht sogar gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei bleibt und lasst mir doch auch gerne einen Daumen nach oben da, das hilft diesem Video extrem weiter. Vielen lieben Dank für euren Support, danke für eure Aufmerksamkeit, ich sag tschüss, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. We'll be right back.